Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge. Und wir sind direkt in einer Mission. At last, enough of this larking about, lads. It is time to arm ourselves, to act like slayers and bring death to the earth. Ich habe das Gefühl, mein Charakter ist nicht so ganz ausgeglichen, ne? Sagt in jedem zweiten Wort Slayer. Ja, das hatte ich ja vielleicht schon mal erwähnt. Okay, also ist das nicht. Also, das ist ja komplett unfair. Wir haben auch noch einen Hinterhalt auf die. Ja. Ja, gut. Ich gebe dir mal die Riesen, weil die habe ich eben fast umgebracht. Okay. Aber du magst immer Geschossinfanterie, ne? Ja, aber muss nicht. Ich kann einfach hier die Flanks übernehmen. Ja, komm, dann gebe ich dir das da. Ich flank wirklich einfach, oder? Ja, flank einfach. Also. Ich würde sagen, hier geht's grundsätzlich eigentlich nur in eine Richtung. Das sieht schon sehr free aus. Okay. Okay. Abfahrt. Ist mal ein bisschen Limits mit meinem. Aua. Das ist ein Fiesling. Disablen, du dumme Sau. Was? Hast du. Was war? Meine Tastatur ist das. War disabled. Was? Danke, witzig. Mein Zwerg ist ungefähr so, wie ich mir vorgestellt habe. Absolut unkillable. Ja, also ich muss sagen, diese Missionen sind ja reine Rechtsklick-Missionen, ne? Das war's keine lange. Hä? Das war's keine lange Mission. Ja, dieses, wo man dann die ganze Zeit den Zug hinterher rennt und so bei den Chaos-Zwängen. Also, sie haben sich da schon Mühe gegeben, aber die waren halt auch really long. Aber die Riesenslayer sind schon anfällig irgendwie, ne? Ja. Also die, fairerweise, die haben 93 Leute gekillt. Ja. Das ist schon ein Banger. Ja. Aber wir rennen halt nicht weg. The Slayer in me seeks death. I said. Und dadurch kriegt er halt auch so krasse Rüstung und so, ne? I must fulfill my Slayer oath. It is a bit stupid.
Wait. Hier ist ja auch direkt jemand. Die Grenz. Wieso sind denn Grenzgrafen stark? Sind einfach nur, Imperium in Weak? Ja, die Grenzgrafen haben mich auch schon geplündert, kann ich dir mitteilen. Niederreißen für 15.000 Gold! Junge, ich hab noch nie so niedergerissen. No? Ist schon so ein kleiner Fiesling. Du lässt die ganze Welt und dann immer so, haha. Hier später. Komm, wir stellen mal Zwergenbier her. Das hat garantiert irgendeinen Vorteil. Ich weiß nur noch nicht genau was. Deswegen. Time for a reckoning. By the Crunchbearer's will. On to glory. Ja, ich befürchte, ich laufe da jetzt echt hin und wenn ich ankomme, ist alles vorbei, ne? It could very well be. Naja. Hast du nix. Alter, die Buffs, die der Slayer gibt, sind so völlig übertrieben. Das liest sich alles schon immer komplett broken. So soll es wohl sein, wenn man 24/7 von. Ist natürlich auch wahr. Ja. Spricht, ne? Kann ich nicht was anderes haben als diese Waldpisse? Also, nicht grundsätzlich, aber ich möchte gerne mehr Wildgeister haben. Verstehe. Aber du hast ja, also, als jemand, der ausschließlich Slayer bauen kann. Ja! Bin ich in guter Gesellschaft. Muss ich sagen, empfinde ich das bei dir schon immer als sehr schön. Ich frag mich, ich habe einen Drachenrücken-Slayer. Das ist so ein Super-Slayer. Ja. Den kriege ich nur aus dem legendären Regiment. Und das legendäre Regiment kriege ich, wenn ich viel Krieg führe. Aber jetzt habe ich ja eigentlich keine zwei Runden Frieden am Stück gehabt in meinem Leben. Ich finde es grundsätzlich schon so, dass ich recht viel Krieg hatte. Tatsächlich habe ich von Warhammer noch keine Bücher gelesen, nee. Jetzt gerade die ersten YouTube-Videos dazu geschaut und fand die ganz, ganz schön. Was ist hier los? Ach, witzig. Not in a million years. Oh, Belegar Eisenhammer himself. I'm sorry, bro. Ich gehe ja schon. Warte mal, was? Da gibt es so einen Belegar Ironhammer und der ist mal ziemlich sauer auf mich. Na gut. Sind sie teuer, diese Wildgeister? Muss gemacht werden, ne? Oh, ja, apropos teuer, ne? Muss ich auch nochmal komplett reinhauen. Naja. It is time.
seek our doom. Moving. So, der soll sich noch heilen. Und dann nächste Runde geht's rein. Natural authority. Yes. Beschädigtes Gebäude. Okay. Was wo? Schwarzhafen? Nee, nee. Ach, Schwarzhafen ist alles kaputt, keine Sorge. Da steht so schnell nichts mehr wieder auf. Aber da baue ich jetzt auch einfach nichts mehr wieder auf. Das ist ja die simpelste Lösung, ne? Ja. Also ich könnte so ein bisschen Stress mit Chaoszwergen anfangen. Ich weiß noch nicht, ob ich das fühle, aber ist eine Möglichkeit. Hat Reikland dir den Krieg erklärt oder nicht? Hör mal bitte. War abgelenkt. Hat Reikland? I have no time. Mit Reikland kein Problem. Friedensabkommen. Schnauze. Schlafen. I am the Slayer King. Ich hasse diesen Typen so sehr. Der hat einfach seine Stadt aufgegeben. Schön. So, dein Porten fuck den ab, ne? Ich fuck dich ab. Never. Den fuckst du ab? Guck dir die Kommunikation. Wen fuckst du ab? Achso, du kannst wieder nicht reden. I must fulfill my Slayer oath. Hallo, da höre ich dich. Hallo. Wieder. Super. Geringe Gelder, diese Falken, die gehen mir so auf die Nüsse. Scheiße. Oder ist es, bist du's? Ne, nicht du. Yes. It is time. Ne. Das Imperium möchte mit mir handeln. Frag mich warum, was sich jetzt geändert hat. Hassen die sich eigentlich so untereinander? Das Imperium? Ja. Teilweise. Weil immer, da steht dann so, drei wollen mit mir ein Handelsabkommen machen, aber wenn ich mit einem eins mache, dann sagen die anderen immer so, nö. Ein Handelsabkommen ist aber auch decreased. Also wenn du ein Handelsabkommen hast, dann wollen die anderen weniger. Really? Ja. What? Ich weiß nicht, warum so ist, aber ist so. Hab ich auch schon beobachtet. Also, jetzt hat... Warte mal ganz kurz. Hat Karak Trogma? Ist jetzt hier der neue Babbo, oder was? Ach, Karak Trogma musstest du abgeben. Die Flieger davon sind für mich relevant. Was haben die denn für Unterhaltskosten? 87, also nichts. Bären kosten 200. Was kosten Falken? 300 auch. Ach, Mann! Okay, was ist los? Na, ich bin arm. Arm? Ja. Also richtig? Ja, ich brauche 1000 Gold. Ja, dann schicke ich dir 1000. Pack an. Das wäre actually super geil. Das ist kein Problem. In der nächsten Runde
Ja, jetzt höre ich dich nur leider nicht mehr. Das wird wirklich schwer dann, aber. Ernsthaft nicht? Ah, doch, jetzt wieder. Hallo. Zahlung einfordern. Ich mach straight 1000. Einfordern? Aha. Gut. Ja! Verhandlungen ausstehend. Annehmen. Dankeschön. So, ist kein Problem. In 3 Runden kriege ich das wieder. Mit Zinsen, ansonsten gibt's Krieg. Du weißt genau, dass ich halt Waldelf nicht so eine krasse Wirtschaft haben kann. Du musst auch mal ein bisschen gönnen können. Na gut. 1200 in 2 Runden. Ich meine, du bist doch, hast doch gerade schon Krieg mit Zwergen, da bist du doch gut in Übung. Was ist das denn? Okay. Der hatte scheinbar keine Lust mehr. Wäh, wo bist du? Wäh! Wäh! Das ist bei Festung. Wollen wir fighten? Das ist eine Klappe in die Lage. Ich seh's nicht. Ich würde gerne fighten. Wobei, na, nee, Moment, nee, fight ich doch nicht. Das sind die genervten Elfen. Nee, don't play this. Okay, du Patchnotes-Experte. Nein, also nicht die genervten, sondern im Sinne von durch meine Fraktion. Let us begin. One rug. Der Typ nimmt einfach in meinem Gesicht, nimmt er einfach Dinge mit, oder wie? Komm her. Dachte ich mir nämlich. Arschloch. Scheiße. Wollte ich besiegen. Shoulder axes, lads. LOL! Wenn du den killst. Ah ne, abgebrochen. Summon me, if you dare. Ein bisschen zu krass, wenn ich quasi für Groll, der da passiert, dann die Boni kriege. To war. My command. Ja, jetzt aber gut. I grow restless. One rag. Endlich sind die down. Fraktion vernichtet. Endlich sind die down. So, die Faktor kann, glaube ich, gar nichts mehr. Kannst du die nicht leiden? Nö, die wollten immer Frieden mit mir machen, obwohl die Krieg mit dir hatten. Das kann ich nicht leiden. Das ja, das ist ein Scheiße. Okay, Wortwahl. Beiden, sag ich mal, ne? Machst du super. Bin stolz auf dich. Heideland. Besetzen! Oh, besetzen? Oh, ganz extrem. Niederreißen für 13.000 Gold. Warum kann ich alles? Warum ist alles so krass? Eigentlich müsste Dotu ja auch mal chillen. Hallo. Den ja auch noch einfach einreißen. Ja, auch die letzte von denen. Dass die mir alle den Krieger klettern, obwohl die nur noch eine Pissprovinz besitzen, ist auch einfach
Bin ich mir immer noch sehr offended. Achso, ich muss auch noch einen Überfall machen. Was haben wir? Du machst das super. Du aber auch. Ja, ich bin jetzt mit einer Armee unten auch mal angekommen. Hm? Nachdem ich zur Hilfe gerufen wurde, nachdem meine hilflosen Ländereien verwüstet wurden. Ich muss halt auch ein bisschen Truppen ausbilden. Aber wie ich sehe, steht er auch schon wieder vor Schwarzhafen. Mit Riddle? Greetings. You no doubt have a Ach du Scheiße. Jetzt greift der eine den anderen an. Ich kotze. What? Boah, wie ist der denn da hingekommen? Ich wusste nicht, dass da ein Durchgang ist. Okay, Leute, wie ist der da hingekommen? Ich hab no idea. Kann man von hier aus tunneln? Ach du Scheiße. Orks können das auch nutzen. I had no idea. Mein Wald. Hi. Time for a reckoning. Okay. Danke an Fiana. Dankeschön. Dankeschön. Da. Der spinnt. Ich bin so stolz auf dich, Pucki. Ich hab's genau im Auge gehabt. Wie du dich heldenhaft davor geschmissen hast. Für deinen Verbündeten. Dein Freund. Die Zwerge. Also, ist doch krass Krieg gegen die Zwerge. Ich werde hier vielleicht gleich mal eine Hauptstadt. Ich habe nicht an die der gewusst, dass die Orks auch tunneln können. Und jetzt hat er mir quasi ein Beine gegeben. Ja. Und ja, also ich denke, er wird es nicht machen, aber in der Theorie könnte er jetzt quasi einfach durch meine ganzen Ländereien einmal durch. Aber vielleicht findet er den Berg des gefallenen Königs auch einfach super. Ich will Fledermäuse verlieren.
Ah, machst du nix. Scheiße. Mäuse. Oh, krass, sind wir schon an dem Level angekommen? Ja, es ist doch an diesem Punkt auch wieder komplett egal. Ein bisschen ein krasser Typ. Junge, es leckt immer so während der Berichtung, ne? Boah. In Ashen. Ich räume das Heideland mal, dann kannst du es vielleicht noch einnehmen. Leute. I must fulfill my Slayer Oath. Konnte ein Ork zu einem Gebiet tunneln, zu dem ich nicht tunneln kann? Das ist gar nicht cool. Das geht gar nicht. Leute, wer ein Tipp? Kackloser, Mann. Kackloser, sag ich das. Sag ich dazu. For the wisdom of the layer. Komm ich für dich, Belecker Ironhammer. Moving. Drink. Wie wenn man direkt neben der Sitzung steht. To die in battle. Blathahn, dankeschön. Onward to death. Okay, Well. Hier sind da ein, zwei Upsis jetzt passiert. Also, ja. Der ist quasi einfach in mein Reich reingetunnelt. Ich kann nicht hinterher tunneln. Und ich wollte auch nicht. Ja, weil er scheinbar weiter tunneln kann als ich. Also er ist durch eine Wand durch die ich nicht durch kann. Mit meinem stärksten Held. Also der hat ja auch Kampagnen-Shit. Schutzbündnis. Jetzt mal. Und der farmt jetzt tatsächlich Stadt für Stadt. Ich bin muted. Nicht muted? Na, jetzt bist du wieder da. Ja, ich kann wirklich nicht dahin tunneln. Es ist einfach ein Desaster. Make your offer, but do it quickly. Before I kill you right where you stand. Du musst jetzt leider aus Fuß deinen Krieg anfangen. Oh. What
Kannst du mich jetzt wieder hören? Ja, ne? Ja. To war, as the High King commands. For clan honor. Muss ich nach Norden schauen? Nee, Junge, Junge. Nein. Okay. Schwarzfang. Ich weiß gar nicht, wer von den Chaoszwergen noch lebt, to be honest. Hail. Do not be intimidated. Etonia hat den Nichts-Angriffspakt mit mir beendet. Irrelevant oder nicht? Komplett. Yes. Gar nicht, was die sich rausnehmen. Oh Gott. Grudges will be settled. The axe thirsts for war. The throng agrees. By the grudge bearer's will. Move. Das ist immer noch ein Sieg? What? Also ich sag mal so, ich werde die Autos Resolve nicht anzweifeln, ne, an der Stelle. Sag ich mal. Bellegar, Ironhammer, du kleiner Mann. Bist du mittlerweile unterwegs da unten, ne? Aber dein Gebiet ist mittlerweile auch sahnig, ne? Mein Gebiet ist sahnig, ja. Aber ich habe halt keine großen Vorteile, ne? Eigentlich sollte ich mich nur um meine scheiß Bäume kümmern und nicht um irgendwelche Typen in irgendwelchen Gebirgen. Ja. Kann man immer so und so sehen. Ich meine, eine ganze Provinz, die absolut nichts Positives hat. Okay. Also keine Ressource, nichts Cooles. Alter, ein paar Edelsteine. Wow, helfen generieren Einkommen für mich. Ich muss einfach nur helfen finden. Sonst produziert gar nichts, oder was? Nein, nur mein Hauptgebäude halt. Also nur die Wälder selbst. Krass. Ja, jetzt habe ich tatsächlich die Chaoszwerge auch langsam vor mir. Oh ja. Einen Zwerg zu konvertieren, während man mit ihm im Krieg ist, ist wahrscheinlich relativ schwierig. Der Typ rennt wirklich einfach durch mein ganzes Gebiet und nimmt mir alles weg, ne? Er ist so ein Arsch. Ich bin quasi von oben rechts nach unten links gelaufen. Dann hat der Grafentyp einfach Ash weggenommen. Da musste ich nach oben rennen und jetzt laufe ich quasi die ganze Zeit so ein Kack-Ork hinterher.
Der andere Zwerg hat auch den nicht dann Kusspack Bend. Hassen die Zwerge dich jetzt? Mhm. Das wollte ich nicht. Ah ja. Onward. I'm not gonna die standing here. Shoggoth. Erinnerst du dich noch am Grimgorg Eisenpelz? Ja. Ich stehe wieder da. Die alte Maschine. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn Durst in die Stadt einnimmt, kann ich für niederreißen für 1 Million Euro. Das ist insane. Schon wieder eine 14.000er Siedlung. Aber du kannst ja auch gar nichts damit anfangen, ne? Also. So lange geht so eine Runde eigentlich? Boah. Also bei welcher Runde sind wir jetzt? Ich weiß es gar nicht. 57. Ja. Schon noch ordentlich lang. Achso. Boah, hier gibt's sogar noch diese Skullen oder sowas. Was denn? Was gibt's? Skaven da, wo Skaven, wo ich, also, bin ja gerade nochmal ganz woanders, wo die Zwergen leben. Aha. Da ist echt nochmal alles ein bisschen anders. Hast du nicht Diener der Konklave gespielt damals? Diener der Konklave? Nee. Teil der Trauer und so? Macht mir nix. Doch. Doch bestimmt, oder nicht? Eigentlich schon, aber ich hab ja auch mal was vergessen im Leben. Nee, meine Farbe, mein Wappen war ein bisschen anders noch. Glaub ich. Wie kannst du hier und bei der Prime League sein? Alles Scam. Athanas, was verstehst du nicht? Was ist das Problem mit Videoaufnahmen? Ja. Das ist ein Scam. Was ist denn gerade bei der Prime League? Keine Ahnung. Vielleicht Rebroadcast oder so. Junge, dein Gebiet ist aber auch ein wilder Ritt, ne? Ist dein Ziel einfach, das Imperium zu umschließen, oder? Ich werde mal ohne dich gegen die Ratten kämpfen. Wisst ihr mal, wo die sind? Ich habe auch keine Ahnung, wo die sind. Aber die wollten Krieg. Und die Piraten mögen mich auch nicht mehr. Na gut. Pyrrhus-Sieg! Aber ich verliere keine Unit. Holy shit, okay, ja. Ja, Eisenpates kam einfach mit allem, was er besitzt. Gut. Also Eisenpates ist auch in der Simulation immer noch sehr krass. Knappe Niederlage. Boah, nee, ich glaube, der Pferd ist einfach fucking boring zu spielen. Ich habe jetzt einfach schon meine dritte Stadt an einen einzigen Ork, der nur noch eine Siedlung hatte und dann illegal durchgegangen ist, verloren. It's Batman. For the wisdom of Valea. Attack. Time for a reckoning.
Aber wo sind denn jetzt die Ratten? Wollen sie mir wahrscheinlich gar nicht sagen, ne? Habe ich die Idee dahinter. Scheint mir jetzt nicht die schlechteste Idee zu sein, ja. Hm. Ein paar Runden da. Pray I meet with Grimnir. Ja, ich muss sagen, alles, was ich einnehmen kann, gibt mir immer so 2000 oder so. Also, wenn ich es niederreißen würde. Und ja, gar nichts von. Angst haben vor zwei Truppen? Das sind nur Goblins. Agreed. I've cast the runes. It shall be done. Ey, ich kann mal wieder eine Forschung auswählen. Okay. Will ich mich noch weiter Warum hasst mich eigentlich mittlerweile die ganze Welt so ein bisschen? Könntest du da deine Finger im Spiel gehabt haben? Vielleicht. Warte mal. Die Chat. Euch eure Hilfe vielleicht. Hab ich noch den Dämonenstein mit? Bild eine Streitkraft, die sich zurzeit, habe ich, in einem magischen Wald befindet. Die Wurzel fällt. Also, Orte hinzureisen. Hier könnte ich reisen. Hier auch. Ach, da muss ich klicken. Ah. Alles okay? Habe ich die schon wieder verloren? Habe ich, ne? Yes. The Slayer in me seeks death. Hallo. Hallo. Hi. Ich glaube, ich möchte in den Süden, oder? Habe ich jetzt Bock auf den Süden? Ja, ne? In vier Runden so eine Krawalle. It is time. Ach du Scheiße. Was passiert? Ich bin schon hier, sehe ich gerade. Es ist nicht in vier Runden. Es ist jetzt. Was ist jetzt? Ich mach dir nicht noch mehr Feinde. Aber doch. Ich werde mal kurz reinhalten. Angva Grimazul! Oh.
I grow restless. Bin ich hier noch weiter? Hier sind ganz viele Gebiete, die ich eigentlich gar nicht richtig einnehmen will, aber es ist halt so ein bisschen... Irgendwas muss man ja auch machen, ne? Richtig. Welche Richtung bist du gerade unterwegs? Ich entwickle mich gerade nach Süden, sehr deutlich und sehr stark. Ja, hast du denn vor, die anderen Zwerge auch noch zu besiegen? Die rechts? Ja. Die haben keinen Wald von mir, also nein. Das heißt, die könnte ich ja eigentlich nehmen, ne? Ja. Ist ja die Frage, ob sich das richtig lohnt. Ich könnte auch helfen. Och, ich glaube nicht, dass ich das brauche. Solo! Dankeschön für deinen Raid. Hallo, ich hoffe, du hast einen wundervollen Stream. Ganz viel Spaß. Wir spielen gerade Total War, Warhammer. Und ich spiele dich und ich spiele die Waldelfen. Oh, okay. Das ist der letzte Raid von Solo wahrscheinlich. Und ich spiele die Zwerge. Ich habe mir einen Witz erlaubt. Auf Solos Kosten. Aber einen ganz witzigen dafür wenigstens. Und dafür aber auch einen sehr guten. Ready. Ich will niemals einen nicht guten Witz machen. Nein, nein. Noch nie vorgekommen. Ich bin soweit übrigens, ne? Also. Hm? Oh, ich hätte vor 1000 Jahren drauf gedrückt, aber weil du irgendwas durchgelesen hast, habe ich nochmal ein paar ungeschmiedet. Hm? Ja, da haben wir gerade, glaube ich, 5 Minuten unserer Zeit verschwendet. Ja, war tatsächlich gerade erst fertig. Also, ach so. War schon. Was ist das denn? Wo kommen die denn her? Warte mal, was? Woher kommt der? Woher kommt der? Okay, ich lebe noch. Junge, Ratten sind einfach Invis. Toto. Ja, aber es ist schon so ein bisschen die Idee der ganzen Fraktion. Ne? Ja, aber deswegen muss ich jetzt nicht verlieren. Okay, aber unten links hat der Zwerg schon nochmal eine ganze Menge, ne? Der Hammerfaust. Ja, aber der Hammerfaust ist bei mir ganz unten. Ja, den siehst du gar nicht. Doch, doch. König Luden Hammerfaust. Ja, ja. Das würde ich fighten mit dir übrigens hier, das hier. Ja, da müssen wir wohl fighten, weißt du? Weil da verliere ich sonst meine ganze Armee. Und das können wir aber einfach mit Spellcasts machen. Das wird auch ein spaßiger Fight. Ja, super. Dann würde ich mir noch kurz. Ich gebe dir einen Mage. Warte, was haben wir? Ja, den Fight würde ich sagen. Ach, nehme ich doch mit. Was soll der Geiz? Okay. Ich hol mir kurz was zu trinken. Der Fight hier wird fun, guys. Don't worry. Das sind nur Goblins. Da werden wir wahrscheinlich wirklich einfach ein bisschen Spaß haben. So. Und meine Dryaden werde ich gar nicht reinwerfen. Meine Vögel zur Not. Den Manticore wahrscheinlich schon. Einfach die großen Baumschrate und so fighten lassen. Dryaden können chillen. Meine Magier brauche ich doch. Ja, doch auch eine Heilung. Nee, Chance auf Kontrollfall ist auf 100%. Achso, da kann ich jetzt Spells mit interrupten. Das ist mir auch cool. Den Vögelein würde ich noch warten. Aber die Bäume, die brauchen wir. Die müssen stabil stehen hier. Oh, die Mantika hat gar keine Forward-Aufstellung, ne? Wir geben Johnny. Vergiss die Bäume. Und den Manticore und einen Mage. Ich ein Mage, though. Hab ich ihm Doktor. Oder soll ich ihm. Nee, wir machen es anders. Ich gebe ihm einen richtigen Mage. Die ist actually gut, glaube ich. Und dann.
Ja, ich hab dir ein Match. Ich kann weitergehen, Pucki. Ich hab dir ein Match gegeben und die Frontline. Was hab ich? Ein Match hast du und die Frontline. Okay. Bin ich auch so, wie du stehen willst? Ja, wir können einfach rein. Es sind nur Goblins. Also, die werden uns von allen Seiten ins Bespielen, aber wir werden von allen Seiten ready sein. Ja, wo steht er? Mittig. Einfach in der Mitte, denke ich. Okay, aber High Ground wäre ja schon ganz sinnvoll. Nee, ich habe keine Artillerie. Nur Magier. Okay, was kann meine? Energiespruchvoll. Erweckung des Waldes. Oh, die hat aber nicht viel Mana. Sie selber nicht ranged oder was? Boah, der Schmerzen. Ich hab nicht richtigen Spells, Chat. What the fuck? Hab ich keinen AOE-Spell auf ihr? Fuck. Ich hab einen AOE-Spell. Der ist auch ganz schön gut. Ich habe noch keinen Mana mehr. Oh mein Gott. Ich werde gespellcastet. Okay, haben wir noch irgendwie eine Chance, den ihren Commander einfach zu killen oder so? Hä, wir gewinnen das. Okay. Okay, aber deine Mages sind ja so sick. Awaiting orders. Dutto, alles gut? Was? Ich weiß nicht, warum Dutto so eine dumme Sau ist. Ich muss so viel laufen. Bei ihm fangen sich leider gerade wieder viele Units. Ah, die Angst ist unser. Die Angst ist unser Freund. Mal ein bisschen Heilung rein, ne? Oh ja, Heilung klingt toll. Aber wir können Mana mehr. Hm. Ich muss leider mit einem Trupp quasi die ganze Zeit drauf bleiben, weil sonst ganz viel von ihm die ganze Zeit wiederkommt. Ich halt einfach die ganze Zeit. Ah, okay. Oh, rechte Flanke müssen wir noch, ne? Nee, ja, die sammeln sich die ganze Zeit wieder, weißt du? Ja, ich werde einfach ganz kurz das übernehmen. Ich glaube, die Vögel machen mir noch Angst. So nämlich. Dein Held stopft da ein bisschen hinterher. Ja. Nice! Well done! So, und können wir vielleicht noch den Enemy-Helden siegen, damit wir gewinnen können? Ich dachte, es ist verloren. Aber 150 aufgestellt gegen 2100 ist auch einfach ein fairer Fight. Ja, aber es sind halt, Goblins sind halt die schlechtesten Einheiten im ganzen Scheißspiel. Und du hast einfach 7 verloren. 7. Ja. Ich hab Vögel sogar. So, irgendwas von dir, ich hab nichts gedroppt.
wahrscheinlich schon. Also Frontline war durchaus ein bisschen rough am Anfang. Das Spiel gibt mir die ganze Zeit Optionen, ob ich nicht 10 mehr diplomatische Beziehungen mit den Zwergen haben will. Und ich denke mir so, der Zug ist leider abgefahren, aber thanks for asking. Ich weiß nicht, warum das so ist. Gruftkönige verschonen klingt toll, oder? Da sollte man die Gruftkönige nicht zum Feind machen. Ach, als ob ich hier die gleichen Viecher kriege wie da oben. Das ist so lame. Ja, ich muss hier leider noch echt lange Krieg führen gegen die Orks da. Das ist sehr traurig. Alter, er nimmt wirklich jede Stadt ein und ich darf einfach nur hinterher und nehme jede Stadt nach ihm ein. Das ist doch einfach nicht zum Heulen. Mein Gott. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ja. Kein Stress, aber gerade nur mal, wo ich noch Gebäude habe, wo ich das machen kann. Ich habe einen Fight zu fighten. Du hast einen Fight zu fighten? Mhm. Na gut. Weil ich mit den gerne mit dem Tablet ist, ne? Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich fighten muss, aber ich kämpfe 1v2. So. Auf der West. Hohe Verluste. Ich würde zweiten. Ja, gut. Das ist meine Hauptalte. Deine was? Meine Hauptalte. Deine was? Ja, gut. Dann würde ich sagen, lass da mal rein. Um den Falten into zwei Armeen Zwerge. Aber die Verstärkung kommt direkt in unser Face. Das ist doch geil. Und die Basis, also die Base-Armee von ihm scheint auch wack zu sein. Ja, aber er hat einen Mörser, ne? Also kann ich nicht chillen. Nee, aber wissen wir ja gar nicht, weil ich heute dahinter ihm aufstellen darf, oder? Ja. Yes. Und wir sehen ihn wieder. So stupid. It is. Okay, also er hat Flammen, er hat Eisendrachen. Wir müssen irgendwas nehmen, was keine Flammenresistenz, was keine Flammenscheu hat. Makes sense. Ja, aber ich würde ihn einfach wieder... Also, ich würde erst die Hauptarmee komplett killen. Weil wir können wieder hinter ihm aufstellen, wir können einfach den komplett zerquetschen. Wir haben 1,47 Zeit, das reicht locker. Und dann ich würde aber wieder spielen den großen Baum, den bösartigen Baummensch. Der tankt halt wieder für immer, ne? Ja. Ich würde ihn hier reinstellen. Ich will einfach das, was ewig tankt, hier reinstellen. Ja, mach. Spinnen sind leicht. Aber leicht Spinnen sind actually fast. Die hätte ich lieber hinten in der Flank, weißt du? Wenn du spielen möchtest, klar. Also, die waren schon sehr nützlich eben. Die haben auch Ansturm irgendwie vor whatever reason. Die Falken willst du auch haben, bestimmt, ne? Falken? Ich dachte immer, das wären. Oh. Das sind actually Falken. Ich dachte, das wären Fledermäuse. Oh, Front. Nee, die gab's auch schon, aber... Achso. Ja. Ich werde die... Wie heißen die? Swords. Und den Mini-Held. Werde ich einsetzen. Aber die Dryaden würde ich...
nicht da reinhetzen. Denke ich. Was heißt da? Und dann nicht in die Hauptarmee reinfetzen. Na, warum denn nicht? Also ich sehe den Mehrwert da nicht. Weil die haben, wenn die in die Flammen reinlaufen und in die also ist, ich glaube, es ist nicht smart, weißt du? Ja, aber glaubst du, die Armee, die danach kommt, hat keine Flammen? Doch, aber die können die Ranch nicht ausnutzen. Na gut. Aber dann gib mir am besten noch die Zauberin hier hinten rein, oder? Wenn du da vorne keine richtige Frontline spielst. Ich spiele Frontline, aber ich spiele diese Bäume, die schnellen. Und auch direkt im Face. Die schnellen, ja. Also die, ja. Okay, ja dann. Hast du die Armee, ja. Ich gebe dir trotzdem die Magierin, glaube ich, damit du die steuern kannst. Willst du nicht? Also, du machst diese Flank, du machst diese Armee und ich mach die andere? Nee, mach du mal deine, ich mach hier einfach Flank, sorry. Achso, du meinst den. Achso. Den Rest hier noch geben. Ja, was ist das denn? Kenn ich das? Ah ja, das kenne ich ja. Das. Bis auf Mage. Das gebe ich dir noch. Was kann der Mage? Der ist sehr stark. Er hat einiges zu bieten. Ja. Aber ist wieder Melee, ne? Der Mage ist Melee, ja. Ja, warte, ich muss kurz umbinden hier alles. Ich habe den Mage aber ausgebaut, also die hält auch was aus. Die hat gute Casts, aber hält auch was aus. Ja, die hat, glaube ich, auch nur ein oder zwei Spells. Ich habe gar nicht alle Spells durchgegangen. Okay, ja, ich bin ready. Dann los. Ist schon abgelenkt, tatsächlich. Was ist? Ist schon abgelenkt. Ich hab da schon Draden reingefetzt. Is it going good? Ja, ne? Komplett free, ja. Ich hab actually brauche ich Sichtlinie für die meisten Casts oder so, ne? Wait, wenn die jetzt schon wegrennen, bevor die Verstärkung da ist, dann ist der Fight einfach schon gewonnen, oder? Ja. Das will ich ja gar nicht. Wie was? Ich will ja gar nicht, dass ich den Fight schon gewonnen habe, bevor die Verstärkung da ist. Ja, das tut mir sehr leid. Ja, wir werden gleich sehen. Ich wollte jetzt sicher nicht, dass das so gecodet ist. Ich finde sie echt cool. Spielen sich sehr smooth irgendwie. Oh nein! Was? Oh nein! Was? Der wirft den Flammenwerfer sofort. Scheiße, ihr müsst Gas geben. Nein, keine Flammen. Holy shit, der brettert so rein. Alles. Ich komme.
Nice. Ist free? Ist free, ist one. Nice. Ja, good shit. Das war sehr gut. Den Fall haben wir noch mitgenommen. Folge 6. 170 gegen 2000. Wirklich frech. Wirklich frech. Aber es funktioniert. Peace, bis zum nächsten Mal.